Um ehrlich zu sein, habe ich das gerade eben schon mal versucht und deswegen ist es auch so relativ spät abends. Gerade eben hat OBS einfach keinen Bock gehabt, den Ton aufzunehmen. Weiß der Geier warum. Jetzt tut es das. Was ich eigentlich gesagt hatte, war, dass ich ein bisschen auf der Gitarre rumgejammt habe. Dass es nicht die beste ist und sie ein wenig verstimmt ist, weil ich auch momentan keinen Bock habe, die zu stimmen. Und dass es Tinker's Construct leider noch nicht für die 1.11 gibt. Genau, wir spielen auf der 1.11. Aber ich lege mich jetzt erstmal schlafen. So. Und zwar ist mein Ziel, jetzt ein wenig hier rumzurennen und ein bisschen zu schauen, wo man sich denn so niederlassen könnte. Denn so etwas wie eine Niederlassung bräuchten wir ja auch früher oder später. Da vorne jedenfalls ist schon mal die Tiger, das ist schon mal schön, aber da will ich nicht so zwangsläufig hin. Lieber so ein bisschen hier Richtung Berg mal schauen, was da war, beziehungsweise das Land noch einmal begutachten. Und ich habe das Gefühl, dass diese ganze Karte durchzogen ist von Schluchten. Ich meine ja nur, sie ist vielleicht ein wenig durchzogen von Schluchten. Und deswegen will ich halt ein... Ist da vorne? Nee, da ist... Wir entfernen uns davon gerade. Aber das ist... Ich meine, hier ist auch die Tiger. Was haben wir denn hier so alles für eine schöne Landschaft? Ich meine, ich habe eigentlich auch keinen Bock, in der Tiger zu wohnen. Das wäre mir persönlich ein wenig zu krass. Hier haben wir auch einfach... Ich meine, guckt euch mal diese fette Schlucht hier an. Da werden wir bestimmt ebenfalls nochmal reingehen. Aber ich denke mal, was haben wir denn da vorne am Wald? Ich meine, wir laufen jetzt relativ... wir sind relativ nah unser Spawns. Naja, fast. Wir sind schon über 200 Blöcke gerannt, um ehrlich zu sein. Aber... Was haben wir denn hier? Hier haben wir auch schon... Ah, aber hier waren wir schon mal. Das ist doch schon mal schön, dass wir hier schon mal waren. Eigentlich, ich wollte ja eigentlich auch nach Hause. Aber auch nur, weil da Schafe waren. Und jetzt habe ich ja Schafe. Und jetzt... That looks awesome. Ich meine, okay, hey, dahinter ist irgendwie Berg und das schaut scheiße aus. Aber das hier ist irgendwie ziemlich interessant. Wenn man sich das mal anguckt. Ja, ich könnte mich jetzt auch von Rotten Flash mal ernähren. Hey, ich will euch wieder haben. Eigentlich, also hier drauf sein Haus basteln, würde dann eher in einem Turm enden. Tong. Aber was haben wir denn hier hinten noch so alles rumhängen? Ich sehe schon, das wird hier in einem Wald bzw. ein Extreme Hill Biome enden. Aber ich sag mal, prinzipiell ist das ja gar nicht so schlecht, weil dann haben wir auch Schnee zum Bleistift. Aber ich würde nicht so gerne auf diese Seite gehen, sondern wenn denn dann auf die andere Seite. Oh, nicht da reinfallen. Erstmal ein paar Jump-Run-Skills und Sekunde. So. Gleicher Tag wie vorhin in der Aufnahme. Aber die Probleme haben sich ein wenig gebessert mit der Nase, weswegen ich die Aufnahme gestern, übrigens auch relativ schnell wieder beendet habe. Oder auch so abrupt vielmehr. Da es dann eigentlich mehr oder minder so richtig begonnen hatte und jetzt allerdings ein bisschen Zeit vergangen ist, ich ein bisschen noch auf der Gitarre gejammt habe. Und es jetzt einfach wieder geht. Ist das herrlich, dieses Gefühl, dass man wieder durchatmen kann. Man hört, dass es immer noch nicht so
am besten ist. Aber ich denke mal, man wird schon einen ordentlichen Unterschied hören. Und hier sind auch schon Kühe. Und ich glaube, ich habe den Spot gefunden, wo wir unser Haus bauen. Ich meine, schaut euch das mal bitte an. Das ist doch voll geil hier. Ich meine, okay, das Wasser läuft da vielleicht ein bisschen sinnfrei lang. Aber so von der Sache her finde ich das eigentlich gar nicht so scheiße. Ich meine, okay, ich würde mich jetzt hier nicht zwangsläufig da in die Erde buddeln, aber so vielleicht hier um den Dreh. Ja, dicke. Und ja, ich weiß, sie haben da auch normales Fleisch, aber das normale Fleisch will ich erstmal noch ein bisschen aufsparen. Bis wir das rotten Fleisch jetzt auch erstmal weggefressen haben. Ich meine, klar, jeder ernährt sich gerne von verrottetem Fleisch. Aber ich habe auch nicht so wirklich Bock, die ganze Zeit Tiere zu killen. Und Oh, hier, da waren wir auch schon mal. Allerdings auf der Seite. Und so schließt sich übrigens auch der Kreis so immer mal wieder. Und wir sind jetzt eigentlich schon wieder so ziemlich da, wo wir am Anfang losgerannt sind. Für alle die, die es mitbekommen haben. Wir sind irgendwie, glaube ich, in diese Richtung gerannt, mehr oder minder. Und alles führt zu dieser Schlucht zurück. Nee, Spaß. Das tut sie mich nicht. Aber irgendwie bin ich aus Versehen im Kreis gerannt. Aber ich hatte ja gesagt, dass ich diesen Spot schon gefunden hatte, wo ich mein Haus bauen wollen würde. Und deswegen gehen wir da hinten auch wieder in die Ecke hin und schauen uns das Ganze noch einmal von vorne an, beziehungsweise in diesem Fall von hinten. Er hat von hinten gesagt. Ja, habe ich gesagt. Eigentlich, um ehrlich zu sein, finde ich diesen Bereich auch gar nicht mal so schlecht von der Sache her. Ich würde dann nur hier vorne an dem Ein- und Ausgang, also ich würde das hier als Ein- und Ausgang deklarieren, ein wenig was verändern wollen. Oder halt, Tatsache, jetzt habe ich schon wieder Tatsache gesagt, hier irgendwo meine Tür einsetzen. Also dass man halt da irgendwo Tatsache sich einen Tunnel, jetzt habe ich das schon wieder gesagt, dass man sich da irgendwo einen Tunnel durch den Berg baut und dementsprechend dann da lebt. Was ich natürlich ganz genial finde, ist, dass man hier zumachen kann, ganz entspannt. Oder man lässt es halt offen. Ofen. Ja, genau, wie Ofen. Nee, ich finde das hier eigentlich ganz cool, aber ich will auch die Landschaft nicht zerstören. Also wenn man so versteht, was ich meine. Und ach du Scheiße, hier ist... Ach du Scheiße, da sind wir schon wieder bei unserer Schlucht. Und das heißt, wir sind bei uns am Spawn. Und wisst ihr was? Das ist mir jetzt scheißegal. Ich glaube, ich baue mein Haus hier in der Nähe. Oder ich gehe Tatsache zu dem Punkt, wo ich es gerade eben gesagt hatte, hin. Und zwar, dass ich da in dieser kleinen Schlucht mein Haus baue. Das Ding ist halt, ich will so einen Platz haben, womit ich so... Oh. 10 out of 10 zufrieden bin. Also wenn ihr mich versteht, so ich habe jetzt keinen Bock auf einen Platz, wo ich dann irgendwann vielleicht, naja, keine Ideen mehr so wirklich habe. Und dann halt wirklich stark überlegen muss, wie ich wo baue. Ich denke mal, ich fange hier jetzt einfach mal an. Fürs erste Haus bauen wir hier erstmal ein kleines Haus. Müsste das locker ausreichen. Wir bauen hier einfach so ein kleines Starterhaus hin und dann werden wir ja sehen, wie weit es uns hier noch hält und treibt. Und dann würde ich auch gleich, wenn wir das Haus so ein bisschen gebaut haben, so die Grundrisse gezogen haben, auch gleich erstmal Richtung unter der Erde gehen. Also eine andere Schlucht nehmen als die, die wir gerade hatten und mal so ein bisschen durch die Gegend schauen. Was gibt's da noch so? Was ist da noch so drinne? Und vielleicht auch nochmal zu unserem Double Spawner hin, wenn ich den wiederfinde. Das ist natürlich eine sehr interessante Sache jetzt. Natürlich habe ich das am gleichen Tag gespielt, es sind vielleicht so 2-3 Stunden in der Zwischenzeit vergangen,
Aber ich habe mir absolut dran gar nicht gemerkt, wie wir da hingekommen sind oder eben halt auch nicht. Und da ich ja immer das Glück habe, zu diesen Sachen mehr oder minder hinzustolpern, ist es für mich natürlich auch ein Stück weit schwerer. Ich hätte mir das wahrscheinlich einfach schlichtweg mit der Minimap mal markieren müssen. Ich mache hier jetzt einfach mal noch mehr Fackeln draus. Ja, dann habe ich wenigstens das schon mal. Sammle ich hier nochmal ein paar Sachen auf. Und da wird es, glaube ich, schon wieder Abend, oder? Kann das sein? Kann es das sein, dass es schon wieder Abend wird? Ernsthaft? Jetzt habe ich aber wirklich lange, also nicht lange gezockt. Wir sind jetzt gerade bei 10 Minuten circa. Aber es interessiert mich jetzt nicht. So, ich bastle jetzt mein Häuschen. Und ich habe so. Moment, hier beginnen die Blätter. Das heißt, ich baue mein Häuschen ungefähr hier. Mache ich das so und so. 2, 4. Ja. Ich mache das lieber noch einen breiter. 5. Und ja, Connected Textures ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Und wir haben so fast was Viereckartiges. Das wollte ich jetzt irgendwie nicht erstellen. Deswegen bauen wir hier jetzt nochmal so 3 mal 2, 4. Jetzt sind wir bei 4. Machen wir das einfach mal so. Keiner hat jetzt so wirklich verstanden, was ich getan habe, aber ich habe etwas getan. Und zwar habe ich hier noch einmal eine kleine Ausbuchtung reingehauen, damit das Haus nicht gleich ganz so blockhaft aussieht, wenn wir es dann basteln. Und wie man sieht, baue ich auch schon die erste kleine Riege Cobblestone rein und lege mich erstmal schlafen. Bringt natürlich herzlich viel, sich in einem offenen Haus dann schlafen zu legen. Die Monster würden einen bestimmt nicht angreifen. Das sehe ich zumindest so nicht ein. Aber wir sind ja relativ früh in der Nacht schlafen gegangen, also wenig Monster. So, das ist übrigens auch ein ganz guter Tipp, wenn ihr nachts nicht einschlafen könnt, weil ihr Angst vor Monstern habt, einfach früher schlafen gehen, dann kommen die Monster nicht raus. Hahaha. Kommen wir wieder zu meinen Weisheiten, die absolut sinnvoll sind. Nö. Ich bin am Überlegen, dann hier eine Tür reinzusetzen und Tatsache auch hier vorne eine Tür, weil dann hat man sowas ähnliches wie ja, sowas Gartenartiges kann man dann hier hinbasteln. Sowas wirklich winzig Kleines, ich meine, so für einen Garten reicht das locker nicht aus. So. Aber man kann sowas ja auch mal andeuten, ne? Naja, man könnte ja nicht über ein Bett mehr springen. Basteln kann ich übrigens auch nicht mehr, also zumindest so richtig diese Häuser basteln hier. Irgendwie komme ich gerade so. Alter. Das ist nicht cool. Und außerdem finde ich das ganz cool, dass wir hier drüber so eine kleine fliegende Insel haben. Mähen hier unsere Nachbarn gerade Rasen? Nee, Moment mal ganz kurz. Oh, Nase. So. Unsere Nachbarn mähen übrigens keinen Rasen. Ich hätte das jetzt extrem komisch gefunden. Wenn die jetzt hier auf einmal angefangen hätten, Rasen zu mähen, das hätten die auf dem Sonntag sonst nie getan. Ja, das ist jetzt natürlich schade. Schade, Banane. Stellen wir erstmal hier die Crafting Bench hin, dann mache ich hier erstmal ein paar Slabbity-Slap-Slaps draus. Und ich crafte mir natürlich erstmal noch eine Schaufel. Denn mit einer Schaufel wäre das Leben so viel einfacher. Zumindest wenn wir jetzt hier diesen ganzen Bereich ausheben. Das mache ich jetzt auch einfach nochmal ganz kurz hier per Hand. So. Zack, zack, zack. Machen wir hier richtig schön weg den ganzen Kram. Braucht ja keiner mehr hier.
Also, wie gesagt, auch erstmal nur ein klitzekleines Haus, weil wir wissen ja selbst noch nicht, ob wir hier bleiben wollen später oder nicht. Die zwei Blöcke nehme ich auch gleich nochmal raus. Nicht, dass wir jemals die Dinger verschieben und wir dann halt den Scheiß sehen, den wir da drunter fabriziert haben. Schlimm genug, dass ich überhaupt schon mit Half-Slabs bastel. Aber Half-Slabs sind erstmal der günstigste Weg, um hier vernünftig einen Boden reinzubasteln. Und wie wir sehen, haben die Half-Slabs nämlich auch schon gar nicht ausgereicht. Damit hätte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Machen wir halt nochmal 12 Stück. Das reicht jetzt aber definitiv. So. Und da unten kommt ein Koppel rein und hier unten kommt ein Koppel rein. Und jetzt brauche ich noch eine Tür, für die ich natürlich kein Holz mehr habe, weil ich alles Holz in die Wände geklatscht habe. Das heißt, ich werde ein bisschen Holzfarben gehen, aber nicht hier unten, denn das wollte ich ja noch behalten. Ich werde nebenbei auch nochmal ein paar mehr Bäume pflanzen. So. Zack, zack, zack. Ja, gut, wo auch immer der jetzt gelandet ist. Das war ja jedenfalls nicht. Ich werde jetzt aber hier diesen Baum auch nochmal fällen. Kommt die Mucke wieder? Nee, kommt sie nicht. Ach, schade. Ah doch, sie kommt doch wieder. Ganz leise fadet sie ein. Darf sich auch ruhig lauter zeigen. Ich habe sie ja schon auf 40% gestellt in der letzten Folge und ihr hört ja immer noch, wie leise sie ist. Ich meine, gut, ich habe das Master Volume ziemlich weit unten. Aber eigentlich sollte das nicht so ein großes Problem darstellen. So. Lauschen wir der doch einfach mal ein wenig. Herrlich, 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 diese Musik. So. Dann machen wir das Ganze doch einfach mal so. Ja, ich muss unbedingt ein bisschen Stuff aus meinem Inventar auch loswerden. Das ist ja hier schon wieder zugemüllt wie sonst was. So. Achso, by the way, hätte ich irgendwie auch richtig Bock. Moment, das könnten wir eigentlich auch machen. Und zwar auf Options, und zwar normal. Ja, normal. Ich meine, hard. Hard. So. Are you sure you want to lock the difficulty of this world? This will set this world to always be hard and you will never be able to change that again. No, yes, yes, no, no, yes. Fuck it, yes. Jetzt haben wir es endlich getan. Jetzt ist diese Welt auf hard und wir können es nie wieder ändern. Also wenn ich... sterbe, was schmeiße ich denn jetzt weg dafür? Natürlich den goldenen Apfel. Erstmal die Sticks. Und dann mache ich nämlich erstmal noch ein paar mehr Holz. Nämlich genug, um erstmal eine Doppelkiste zu machen. So. Erstmal um diesen ganzen Platzterror Herr zu werden. Warte mal. So. So. So haben wir doch gleich schon viel, viel angenehmer. Was ich jetzt noch machen wollte, ist, dass ich hier nochmal ein wenig drüber gehe mit Holz natürlich. Das wird natürlich nicht für immer so bleiben. Erschreckt euch bloß nicht. Ich wollte jetzt nur erstmal eine sichere Hütte haben, wo ich jetzt auch Fackeln platzieren werde. Ich hätte natürlich auch da direkt was drüber setzen können. Jetzt wird die Minecraft-Musik aber auch irgendwie ziemlich. Na, jetzt kommt er aber schon. So, und gucken wir hier nochmal rein. Was haben wir denn hier? Wir haben... Ja.
Das heißt, warte mal, wie viel brennt denn das? Das habe ich gar nicht so wirklich immer mitbekommen. Brennt das auch nur anderthalb? Denn dann wäre das extrem ineffizient. Und das wäre schon alleine effizienter. Und ja, es brennt tatsächlich nur anderthalb. Wenn man jetzt mal überlegt, dass so ein Stick ein halbes brennt und man aus einem Log 8 Sticks rausbekommt, 4 Sticks, genau, dann hat man ja schon 2, 8, 4. Tut mir leid, das heißt, man hätte, lol. Also, für alle die nochmal ein bisschen hier Effizienz haben wollen, wenn diese Tabelle hier an der Seite stimmt, dann ist es sinnvoller, mit Sticks zu heizen, als mit Logs. Und natürlich dementsprechend auch Holzkohle zu generieren. Aber das möchte ich mal dahingestellt lassen. Und ich würde sagen, wir haben jetzt hier noch ein bisschen Eisenerz. Ich mache mal... scheiße, das war doof. Kann ich da ja noch eins reinsetzen? Ja, eigentlich passt das so. Dann würde ich einmal sagen, basteln wir hier einen Zeitraffer rein und beziehungsweise wir machen einen längeren Zeitraffer. Und zwar mache ich dann auch noch eine Mining-Session hinten dran und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns gleich wieder. By the way, ich werde dann auch andere Musik einspielen und dementsprechend diesen Clip dann muten. Nicht, dass ihr euch wundert, warum dann so komisch andere Musik dabei ist. Bis dahin. For the answer.